Wenn ich dich fragen würde, wie du dich selbst einschätzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele deiner Ideen und Vorhaben du umgesetzt hast oder du die Selbstsicherheit hast, dass du sie umsetzen wirst, wo würdest du dich da einschätzen? Würdest du sagen, also alle Gedanken, die ich habe, alle Projekte und Ziele, die ich mir gesetzt habe, die habe ich schon erreicht oder ich bin dabei, sie zu erreichen oder ich habe die feste Gewissheit, dass ich sie erreichen werde? Oder ist es eher bei der 1, dass du sagst, also ich habe mir vieles vorgenommen, aber ich habe bisher nichts geschafft und ich habe auch nicht die Selbstsicherheit, dass das, was ich mir vorstelle, dass ich das jemals erreichen werde? Dann bist du bei der 1. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Und wir helfen tatsächlich Menschen jeden Tag dabei, ihre Ideen umzusetzen. Also eine Person zu werden, die zur 10 kommt. Das Interessante ist nur, dass viele Menschen das nicht gelernt haben und ein Weltbild haben, was eher einem Opfer ähnelt anstelle eines Schöpfers. Und ich zeige dir heute, wie du vom Opfer zum Schöpfer wirst. Bei vielen Leuten haben jetzt schon die ersten Alarmglocken geläutet und sagen, wie, der erzählt, dass ich ein Schöpfer werden kann. Gibt es überhaupt einen Schöpfer? Ist nicht alles Evolution aus einer kleinen Raupe, aus einem kleinen Fisch? Ist dann unsere gesamte Schöpfung oder unsere gesamte Natur, besser gesagt, entstanden? Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Menschen, die sagen, ja, ich weiß, dass alles geschöpft worden ist, da muss es einen Gott geben, der alles gemacht hat, aber ich als kleiner Mensch, darf ich sowas? Die gute Nachricht ist, unsere Gesetzgebung hat das bereits schon verankert im § 2 Absatz 2 Urhebergesetz. Da kannst du nämlich deine Rechte an geschöpften Werken nach gewissen Schöpfungshöhen auch sichern. Und wenn es der Gesetzgeber gemacht hat, dann muss was dran sein, dass du und ich die Fähigkeiten haben, etwas zu erschaffen, etwas zu schöpfen. Schauen wir uns zunächst das Weltbild eines Opfers an. Ein Opfer hat natürlich auch eine innere Welt. Hier, das, was in deinem Kopf ist, was du dir denkst, die Landkarte, die du gebaut hast, wie alles ist. Und dieses Opfer lebt natürlich auch in einer äußeren Welt. Nur der Unterschied im Weltbild eines Opfers liegt darin, dass das Opfer denkt, es widerfährt ihm alles. Und das, was dem Opfer widerfährt, ist nicht wirklich beeinflussbar. Es ist also ein Spielball der Gewalten. Und meistens ist es so, dass von außen eher was Negatives kommt. Im Leben eines Opfers sind natürlich die anderen schuld, was von außen auf einen einkommt. Und das, was die anderen machen, kann das Opfer ja nicht verändern. Das Opfer sieht sich nicht selbst in der Lage, die Dinge zu erleben, die Dinge umzusetzen, die es sich so gerne wünscht oder die es braucht, um gute Gefühle zu bekommen. Folglich ist das Leben eines Opfers geprägt davon, dass es Ersatzbehandlung, Ersatzbefriedigung sucht, die kurzfristig gute Gefühle auf leichtem Weg, auf gewohntem Weg ermöglichen. Das kann der Griff zur Chipstüte, zur Schokolade sein und das kann der Griff zur Fernbedienung oder zum Computer sein, um Netflix anzugucken oder sich in Computerspielen zu verlieren. Schauen wir uns nun das Weltbild eines Schöpfers an oder auch Täters. Ich habe das deshalb mal angeschrieben, weil im Wort Täter ja die Tat, also das aktive Handeln verborgen ist. Und das Weltbild des Schöpfers sieht so aus, dass der natürlich auch ein Innen und Außen hat. Er weiß also auch, was ihm gute und schlechte Gefühle verbringt. Und er weiß auch, welche Vorstellungen er von der Zukunft hat, wo er dann wiederum gute Gefühle hat oder schlechte vermeidet. Aber der entscheidende Unterschied liegt in der Sicht des Schöpfers vom Außen. Die äußere Welt ist für den Schöpfer ein großer Laden voller Lichtschalter, voller Schalter und Hebel und Tasten, die er drücken kann. Deshalb siehst du überall hier kleine Lichtschalter. Wenn du in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer oder Arbeitszimmer, wo du jetzt gerade bist, mehr Licht möchtest, dann gehst du zur Wand und drückst auf den Schalter und es werde Licht. Und genau dieses Prinzip, genau diese Mechanismen, genau diesen Prinzipien erkennt der Schöpfer auch in seiner äußeren Welt. Er weiß also, wenn er bestimmte Schalter drückt, bestimmte Hebel umlegt, dass eine gewisse Wirkung sich auf ihn entfaltet. Und diese Wirkung kann gut sein und die kann schlecht sein. Das bedeutet, der Schöpfer weiß, dass er eine gewisse Macht, ein gewisses Potenzial, also eine Handlungsreichweite hat, Englisch ein Circle of Influence hat, dass er eine gewisse Verantwortlichkeit hat, bestimmte Taster zu drücken. Und er weiß auch, dass bestimmte Schmerzen in sein Leben auch kommen, wenn er die Taster nicht drückt. Wie zum Beispiel eine Steuererklärung. Die brauchst du einfach mal 3 bis 5 Jahre nicht zu machen. Nur kannst du sicher sein, dass irgendwann dein Konto gepfändet wird vom Finanzamt. Das heißt, der Schöpfer ist nicht passiv und erlebt die Welt und gibt allen anderen die Schuld. Denn merke dir eins, wem du die Schuld gibst für deine Zustände,
den gibst du auch die Macht zur Veränderung. Der Schöpfer geht auf die Suche und erkennt die Mechanismen und Prinzipien und lernt dann, was zu tun ist, um zum Beispiel Karriere zu machen, um zum Beispiel eine Firma zu gründen, um beispielsweise gute Beziehungen aufzubauen, um beispielsweise einen sportlich durchtrainierten, fitten und gesunden Körper zu haben. Das Opfer jedoch, das steht morgens auf und sagt, oh, was wird mir heute widerfahren und ich kann nichts machen, weil alles so gefährlich und so schlimm ist und die Menschen und die da oben und der Papst und Angela Merkel. Beim Schöpfer sieht es ganz anders aus. Der steht morgens auf und freut sich darauf, dass er in seiner inneren Welt wieder die äußere Welt ein wenig mehr repräsentieren, verstehen, erlernen darf. Und er freut sich darauf auf das Lernen, weil er dann auch die Mechanismen versteht, auf welche Tasten, auf welche Knöpfe er drücken muss, welche Hebel er umlegen muss, um das zu bekommen, was er sich so sehr wünscht und das zu vermeiden, was er nicht haben will. Dass er eben nicht Angst hat, im Sommer zum Strand zu gehen, weil er Übergewicht hat. Dass er nicht Angst haben muss, dass das Finanzamt sein Konto findet, weil er die Steuererklärung vorher schon gemacht hat. Ein Schöpfer ist also ein Mensch, der in seiner inneren Welt die äußere Welt nachbaut, weil er weiß, je mehr er die äußere Welt in seiner inneren Welt abgebildet hat, er auch die Mechanismen kennt, die äußere Welt zu beeinflussen. Von daher lade ich dich ein, einmal mal dein Leben zu reflektieren, alle Lebensbereiche und genau zu untersuchen, welche Glaubenssätze dich festhalten, welche Limitationen du hast, wo du sagst, oh, ich bin jetzt so, wie ich bin, von meinem körperlichen Zustand. Auf mein Konto zu gucken und zu sagen, oh, ich habe dann nur so wenig Geld, weil mir die anderen nichts geben und die Zeit so schlecht sind. Und wenn du in dein Handy guckst und du hast nur 50 Beziehungen oder 500 und nicht 5000 Beziehungen und die sind auch noch schlecht, auch zu sagen, hier, das ist eine Wirkung, eine Entscheidung, wo ich mich bisher als Opfer gesehen habe. Und ich lade dich ein, dort umzudenken und zum Täter zu werden, zum Schöpfer zu werden und dir Gedanken zu machen, was muss ich in der äußeren Welt tun, damit ich die neue Wirkung habe. Und wenn du das herausgefunden hast, was in der äußeren Welt getan werden muss, dann lade ich dich ein, deine innere Welt umzugestalten. Denn das Prinzip dahinter lautet, dass dein Außen so wird, wie dein Innen ist. Es gibt also hier eine Gesetzmäßigkeit zwischen deinem Innen und deinem Außen und zwischen dem, was dir widerfährt. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Dinge, die einfach nicht zu beeinflussen sind, wenn Unglück oder Leid widerfährt. Aber auch hier gibt es eine Mitverantwortlichkeit, die du an dem folgenden Zitat erkennen kannst, was besagt, wenn du zur Waffe greifst, zum Schwert greifst, kommst du selbst drin um. Die Wahrscheinlichkeit ist also deutlich größer, wenn du dich freiwillig als Soldat in der Fremdenlegion meldest, dass du eher mal erschossen wirst, gefangen genommen wirst oder Verletzungen hast. Das heißt also, auch diese scheinbaren Unglücke haben auch ein bisschen etwas mit deiner Entscheidung zu tun. Zusammengefasst hat also der Gesetzgeber es in seiner Gesetzgebung berücksichtigt, dass du und ich Urheber sein können. Wir können etwas schöpfen, etwas Neues erschaffen, was noch nie da war und dann zum Marken- und Patentamt hingehen und das schützen lassen als Marke. Und dazu lade ich dich ein, diesen neuen Ansatz ab heute mit reinzunehmen, dass nahezu alles, was du dir wünschst, nahezu alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du im Äußeren herausfinden, wie das funktioniert und du kannst auf die Taste, auf den Knopf drücken, dass das auch in Realität in Existenz kommt. Der nächste Schritt kann nun tatsächlich sein, alles mal aufzulisten, was du dir wünschst und dann als zweiten Schritt herauszufinden, was muss als Ursache gesetzt werden, welche Taste muss gedrückt werden, um dann als drittes in deiner inneren Welt deine Vorstellung, deine Landkarte so umzugestalten, dass du weißt und den Glauben, die Gewissheit und die positive Zuversicht hast, dass du es auch tatsächlich umsetzen kannst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, und das wird sehr wahrscheinlich auch diesen Prozess schneller machen, wenn du einen Coach oder Mentor hast, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir bei der X-Group haben nicht nur gute Berater, sondern auch gute Coaches hier bei uns im Team, die sich darauf freuen, dich dabei zu begleiten, ein Meister deiner äußeren Welt zu werden und lernen, deine innere Welt so umzugestalten, dass sie wirksam die äußere Welt auch beeinflussen kann. Was ist das Ergebnis? Warum lohnt sich das? Nun, du wirst mehr Selbstbewusstsein haben. Du wirst ein höheres Selbstwertgefühl haben, wenn du weißt, was du kannst und auch den Nutzen erkennst, den du anderen Menschen stiftest. Und du wirst eine höhere Selbstwirksamkeit, Selbstsicherheit haben, wenn es darum geht, Neues anzufangen und auch darum geht, die Ziele und die Wünsche zu erfüllen und wenn es darum geht, Leid, was dir bisher widerfahren ist, in der Zukunft zu vermeiden. Gerne lade ich dich also ein, wenn dir das Video gefallen hat, nicht nur es mit einem Daumen hoch zu liken, sondern wenn du weitere Videos dieser Art sichern willst, auch unseren Kanal zu abonnieren und uns gerne weiter zu empfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ein Meister deiner äußeren Welt zu werden, indem du die Verantwortung dafür übernimmst, wie deine innere Welt aussieht und wie deine Einstellung zwischen innen und außen ist. Und denk immer dran, außen sowie innen. Dein Daniel Schäfer.